So, dann geht's weiter. Was ist das denn für ein... Ach, ein Karatemeister oder wie? Das ist... Ja, ein Karateka. Ja, genau, so schimpfen die sich. Kommst du? Nein. Ah, bin ich froh, dass ich mich teleportieren kann. Wo müssen wir jetzt runter? Hoch? Links? Rechts? Wir müssen alle Räume abklappern. Ach so, hier sind immer überall Zwischengegner. Genau. Ein Walross mit einer Schürze? Ein Koch. Ah ja. Das Walross hatten wir doch gerade. Ach stimmt, das hatten wir schon mal. Ach, und den hatten wir auch schon. Alles nur alte Gesichter. Ah, der Hammer, der ist wirklich praktisch. Man merkt. Auch wenn ich ein bisschen dämlich aussehe. Ist das denn so schlimm, wenn man die Wirkung anguckt? Ja, der Zweck heiligt ich die Mittel, stimmt. Hey. Und hier geht's raus? Nee, noch nicht. Doch, also zumindest. Ach, mein Zwillingsbruder. Aber ich habe die besseren Argumente. So, da die Tür. Aber es geht noch hoch. So. Das hat einen Grund. Nein. Hm. Rechts oder links? Links. Mit diesen Gewissensfragen. An der kommt mir irgendwie bekannt vor. Obwohl, es könnte auch eine die sein. Immerhin hat es eine Schleife oben drauf. Ich weiß es nicht. So, hier. Plasma. Sieht das nicht eher nach Dragon Ball aus? Ja, wenn du jetzt noch irgendwie anfängst zu schießen, auf jeden Fall. Meinst du ungefähr so? Ja. Pass auf. Eine Genki-Dama oder wie? Oh, das ist nett. Aber ansonsten mag ich die überhaupt nicht. Das läuft doch recht gut bisher, muss ich sagen. Ich bin überrascht. Also bis, wenn man mal das Aufwärmen ausklammert. Gut, das vergessen wir. So, hier. Ah, das ist also der Boss. Ja, der ist aus den hab ich Meta doch, Knight. Ja, den habe ich schon bei dir gesehen. Im LP, genau. Auf jeden Fall. Nein. Ah, bleib weg. Na, viel hat er nicht mehr. Also diese komische Drehattacke ist sehr praktisch. Okay, das war's. Dann wieder ein Stern. Wieder eine Welt glücklich gemacht. Jetzt will ich aber echt nachzählen, jetzt bin ich neugierig. 1, 2, 3, 6. Ist schon mal 6. 6. Und da oben 7. Dann die 7. Ja. Tatsächlich. Oh, wieder Gegenwind. Hä? Ach so. Nein! Da geht's hoch. Oh, was ist denn hier los? Oh, oh, jetzt ist nicht. Jetzt ist Mitwind. Ah! Und. Nein! Ja, da. Ein Abgrund. Ich hab's gemerkt. Du musst mir doch nicht alles nachmachen. So. Oh. Gib Fähigkeit. Hä? Ich hab doch. Achso, du meinst. Nein, nicht schon wieder. Nicht nochmal. Oh. Was ist denn. Was war das denn gerade? Ach so, der hat mich weggeworfen. Willst du spielen oder überspringen? Wie spielen? Okay, komm. Ach so. Wir können hiermit halt überspringen. Nö, wir nehmen alles mit. Ich will nichts überspringen. So. Oh nein. Wieder diese komischen Dinger hier. Hier gab es, glaube ich, auch eine Fähigkeit. Wenn ich jetzt wüsste, wo. Hier. Ja, okay. Hier ging's runter. Ich muss mir sagen, wenn du einfach so rausspringst. Oh Gott, wo war das? Es ist auf jeden Fall sehr verwirrend, weil es alles so gleich hier aussieht. Runter. Und jetzt hat mich der Erkundungswahn gepackt. Okay. Da nicht. Hier hoch. Nein. Dann doch noch ein Stück weiter. Da. Wo? Hier. So,
Kann ich nicht da... Naja, gut. Und hier kriegen wir den Spiegel. Kann der denn irgendwas... Sie erinnern mich so ein bisschen an diese Magie aus Final Fantasy, aus den alten Final Fantasies. Mhm. Hier, der kann das. Hat ein extra Schild und kann das noch. Ja, ich habe einen Hammer, der haut alles kaputt, das ist besser. Dann das Jojo. Und rein da. Oh, das ist eine dumme Idee, sich den Boden unter den Füßen wegzuhauen. Schlag die mal. Ach, ja, ich hatte, das hatte ich vor. Wobei, ich könnte auch da rein und die platt fahren. Ey, gut, ich dachte schon, das schaffe ich wieder nicht mehr. Und da rein. Ach, da waren auch noch Heilgegenstände. Na gut. Oh, du warst. Oh. Ich glaube, das war eine blöde Idee. Da hätten wir auch wieder den Stern hören können. Verdammt, da wären wir durchgeflogen. Ich bin zu groß für diese engen Gänge. Dann warte mal. Nö, da ist so eine Tomate. Oh Gott, was bin ich denn jetzt? Oh. Ich glaube, ich muss mich verbessern. Ich bin nicht zu groß, ich bin zu doof für diese engen Gänge. Ach, wieso haben wir den Stern nicht genommen? Warte. Ja. So. Jetzt haben wir beide Jojo. Was kann denn so ein Jojo? Ah, das kann Breakdance, cool. Was ich auch sehr interessant finde mit dem Jojo, das ist die Attacke hier. Warte. Hier geht's noch. Ah. Das könnte auch ausbauend sein, so ein bisschen Ness-mäßig, diese Jojo-Fähigkeit. Ist auch gedacht. Ach so, okay. Es gibt ja in dem Spiel hier einige Anspielungen. Oh ja, das stimmt. Das habe ich ja schon gemerkt, wo ihr letztes Mal Schätze gesammelt habt. Nein. Ah, wieso? Ah, jetzt habe ich gerade völlig verwirrt gewesen. Wo bist du? Hier unten. Pass auf. Da wollen wir rein. Ach, ich bin wieder dieser dumme Kämpfer. Ne? Hier. Kannst du mir eine andere Fähigkeit geben? Was möchtest du haben? Am besten wieder ein Hammer, genau. Du kannst auch selber durchwechseln. Ach so? Drück mal X, ist das, glaube ich? Nee, X ist doch Menü. Ach nee. Ach so. Cool. Das war nur in dem Schatzlevel so. Ah, ich hätte mich. Wo ist er denn jetzt? Rocky. Ah, na egal, dann nehme ich jetzt mal den hier. Ich will jetzt nicht nochmal alles durchwechseln. Du kannst auch in die andere Richtung. Wir müssen was anderes ausprobieren. Nö. Ich bleib beim Jojo. Wenn es zu schlimm ist, kann ich immer noch auf den Hammer wechseln. Uah. Und... Au. Was kann der eigentlich? Hm. Dolche werfen, also Kunai. Und Nahkampfangriff hat er auch.